Leute, grüß euch. Ja, Clone Reels. Beim Wild Warrior auf 80 Cent und 10 Linien nur. Schauen wir uns doch mal an, ob er aufmacht bis zum vierten Reel. Machen wir die Flämmchen. Wie immer bei mir. Lass mal ein bisschen laufen kommen. Wie gesagt, 10 Linien heute mal 80 Cent. Ich bin ja normalerweise immer für alle Linien. Ja, da hinten teste ich gerade ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Muss ich mir das nebenbei anschauen. Auf 20 Cent in Secret Star. Scheint ein ganz lustiges Spiel zu sein. Aber ein bisschen was drauf. Knall ich schon wieder weg. Kennt denn ja jemand den Secret Star und weiß, was man da bekommt mit den Sternen. Ich habe es nicht ganz kapiert, irgendwelche Ausspielungen und dann rutschen die Sterne irgendwie. Mal schauen. Schauen wir mal in Ruhe an. Schade. Der Gewinnplan hier mal. Das war's drüben, Secret Star. 20 Cent einfach mal probiert. Ob man den mal zeigen kann, ein bisschen höher im Gewinn, höher im Einsatz. Schade, da oben hängt's. Thank you.
Ja, ich schau mal, Freunde, dass ich zu Silvester irgendwie ein Video raushaue, wo ich alle meine Kästen spiele. Vielleicht wird immer so ein kleines 10 gegen 1 und alle Automaten laufen lassen. Das glaube ich, werde ich vielleicht zu Silvester machen. Schauen wir mal. Ja, was fällt mir schon ein? Ja, der hat ja auch schon total aufgemacht manchmal, der Wild Warrior. Und da bis zum letzten Flämmchen und dann Megawin und so. Da habe ich auch schon Videos drin mit, keine Ahnung, weiß nicht mehr, 200-300 Euro Gewinn. Aber manchmal macht er halt gar nichts. Meistens macht er gar nichts. Ein Sauhund, oder? So ein Sauhund. Ja, Freunde, jetzt glaube ich, jetzt geht das Bettchen, ist morgen immer. Das schaue ich mir jetzt nicht mehr an, da machen wir demnächst mal wieder ein schönes Video. Und lassen jetzt noch 100 Euro drauf. Auf dem wilden Krieger. Schönes Spiel mit Reels. Gibt es ja auch mit den Blaulichtern. Ich weiß nicht, wie das heißt. Muss ich mir mal einen Bali besorgen mit 200 Spielen oder so, da ist es bestimmt dabei. Macht es gut, Leute. Lasst ein Abo da, ein Like, freue ich mich. Abo tut nicht weh. Jeden Tag Content, Spiele-Content, nicht Spielo, sondern Spiele-Content aus meiner wunderschönen Home-Spiele. Das ist mein Alleinstellungsmerkmal hier auf YouTube. Zeigt mir einen, der so einen Home-Spiele hat. Also, ich kenne einige, die so eine haben, aber die filmen halt nicht. Jo, jetzt haben wir noch einen kleinen Backwind drin. Genau das Richtige zum Ciao sagen. Danke und guten Rutsch wünsche ich euch, Leute.